Hast du heute die Spülmaschine ausgeräumt? Oh, toll! Welche gefällt dir? Hier, toll gemacht. Was? Du warst noch einkaufen? Dann bekommst du noch einen. Und wenn du 10 Aufkleber gesammelt hast, kannst du dir eine neue Bluse kaufen. Wie fühlst du dich dabei? Hat man die Mühe, die du dir gegeben hast, geschätzt? Fühlst du dich motiviert? Hast du Lust, mehr Arbeit im Haushalt zu erledigen? Würdest du weiter fleißig Punkte sammeln, um sich eine neue Bluse kaufen zu dürfen? Oder darfst du dir eine neue Bluse einfach so kaufen, weil du so wundervoller Mensch bist? Belohnungen und Belohnungssysteme scheinen heutzutage als Gang und Gäbe in der Kindererziehung zu sein. Auf den ersten Blick scheinen sie sogar gut zu funktionieren und viele Experten empfehlen sie sogar. Kinder bekommen heutzutage M&Ms, wenn sie aufs Töpfchen gehen. Sie bekommen beim Arztbesuch eine Kleinigkeit, nachdem sie so brav beim Arzt durchgehalten haben. Sie würden Punkte bekommen, wenn sie tolle Noten nach Hause von der Schule bringen. Meine Kinder bekommen solche Aufkleber auf die Trinkflasche im Tanzkurs. Sie gehen ganz gerne zum Tanzkurs. Eigentlich brauchen sie keine Aufkleber auf ihren Flaschen. Leider sind das oft Taktiken, die Eltern anwenden, um ein bestimmtes Benehmen von den Kindern zu bekommen. An der Oberfläche scheint es sogar Sinn zu machen. Die Bestrafungs- und Belohnungssysteme, diese beide können man zusammentun, funktionieren eigentlich super schnell und deswegen sind die Eltern oft motiviert und denken, boah, das funktioniert doch toll, wenn ich meinem kleinen Kind M&M gebe und das aufs Töpfchen geht, dann gebe ich ihm ständig M&Ms, damit er lernt, aufs Töpfchen zu gehen. Und wir reden heute darüber, wieso Belohnungssysteme überhaupt nicht funktionieren und eigentlich den Gegenteil bewirken, was du dir wünschst und vorstellst und was du stattdessen machen kannst. Die erste Botschaft, die du deinem Kind sendest: Ich habe kein Vertrauen, dass du das alleine machen kannst. Es sei denn, es gibt eine Auszahlung. Manchmal möchten die Eltern das Verhalten der Kinder über dieses Belohnungssystem kontrollieren. Sie haben Angst und kein Vertrauen, dass die Kinder das alleine schaffen. Dabei schaden die Eltern sehr der Beziehung zwischen denen und eigenem Kind. Eltern-Kind-Beziehung wird geschadet, es kommt nur zu einem Tauschgeschäft. Und das Kind überlegt sich und spürt, ja, dass die Eltern kein Vertrauen haben, dass es alleine schafft. Es spürt, dass die Eltern ihn kontrollieren möchten und durch äußere Auszahlung dazu bewegen möchten, irgendwas zu tun. Es schadet wirklich der Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Durch die Belohnungssysteme schaffst du ein Auszahlungsjunkie. Das Kind überlegt ständig so eine Einstellung, was habe ich davon? Wenn ich das und jenes tue, wenn ich heute den Müll rausbringe, was habe ich denn davon? Dann fängst du an, mit dem Kind zu verhandeln. Ja, dann bekommst du vielleicht eine halbe Stunde, darfst du am Computer spielen. Und diese Einstellung, was habe ich davon, wenn ich das und das mache, ist es keine gute Einstellung, vor allem wenn man so damit aufwächst, als Erwachsener wird dieser Mensch richtig schwer haben, immer mit dieser Einstellung, was habe ich, nee, hier bei dieser Arbeit, da werde ich mich nicht anstrengen. Es sei denn, der Chef gibt mir Gehaltserhöhung, dann strenge ich mich richtig an. Aber bevor ich eine Auszahlung in sich bekommen habe, dann mache ich nichts. Und so schaffst du solche Belohnungsjunkies, die nur dann agieren, wenn sie wissen, dass die was bekommen. Und das Schlimme daran, dass die Kinder nicht mehr aus sich heraus agieren und später Erwachsene auch, sondern die verlieren die Impulse, die Beziehung zu ihrem inneren Motor, Eigenmotor. Was motiviert mich? Was möchte ich machen? Was gefällt mir? Wir sagen dem Kind indirekt die Botschaft, die wir dabei senden, dass der einzige Grund, in der Schule hart zu arbeiten und sich anzustrengen, ist nur, um eine Belohnung dafür zu bekommen. Wir untergraben die Selbstständigkeit und die innere Motivation des Kindes dadurch und werden nur von diesem Außenmotor angetrieben. Die Verbindung zu eigenen Gefühlen, zu eigenen Bedürfnissen wird nicht mehr hergestellt und die Kinder passen sich nur dem an, was von ihnen gewünscht wird, und das Verhalten wird nur angepasst an die Umgebung und die verlieren diese Verbindung zu sich selbst. Das heißt, durch Belohnung werden nicht nur Eigenständigkeit und Selbstmotivation gefährdet, sondern auch diese Verbindung zu seinem inneren Ich, die optimale emotionale
Gesundheit kann gefährdet sein und so kann das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl sich nicht optimal entwickeln und wachsen. Auch eine Falle, wenn du ständig dein Kind belohnst, mit der Zeit lässt die Fähigkeit der Motivation nach. Das heißt, wenn du deinem Kind irgendwie jetzt, wenn es noch klein ist, Stickers gibst und der ist total zufrieden, wenn das Kind etwas älter wird, dann musst du dir ein anderes System überlegen. Stickers werden nicht mehr funktionieren. Dann steigerst du deine Auszahlung. Dann mit Teenage-Alter wird wahrscheinlich auch 20-Euro-Schein nicht mehr toll sein, sondern wird noch mehr erwartet und noch mehr erweitert. Und so gerätst du in einen Teufelskreis, wo du ständig deinen Einsatz erhöhen musst. Die Preise steigen und steigen und irgendwann funktioniert das einfach nicht. Aber der wichtigste Punkt, wieso dieses Belohnungssystem überhaupt nicht funktioniert und sogar den Gegenteil bewirken kann als das, was du dir wünschst, ist, dass die Motivation des Kindes wird überhaupt nicht angetrieben, sondern im Gegenteil. Die Motivation sinkt. Und es gab sogar eine Studie, die haben Kinder genommen aus dem im Grundschulalter oder Vorschulalter, die gerne gemalt haben und haben diese Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die eine Gruppe der Kinder wurde belohnt, wenn sie gemalt haben und die andere Gruppe nicht. Und man konnte wirklich sehen, wie die Motivation bei den Kindern, die in der Gruppe mit Belohnung waren, gesunken ist. Die haben weniger gemalt und wenn sie gemalt haben, auch nicht mit solcher Freude wie die andere Gruppe, weil sie im Inneren zufrieden waren, weil sie vom Inneren aus motiviert waren zu malen. Und externe Belohnungen verringern sehr die intrinsische Motivation. Was ist eine intrinsische Motivation? Intrinsisch bedeutet laut Wikipedia ursprünglich innerlich oder nach innen gewendet. Bei der intrinsischen Motivation handelt es sich um ein Verhalten, das durch einen inneren oder intrinsischen Wunsch angetrieben wird. Mit anderen Worten, es ist die Motivation, ein Verhalten an den Tag zu legen, die aus dem Inneren der Person und nicht von außen kommt. Das ist wichtig, dass die Eltern diese intrinsische Motivation bei Kindern kultivieren und fördern. Und als erster Schritt, wenn du irgendwelche Belohnungssysteme nutzt, Stickers, Sterne, was weiß ich, schaff das bitte ab, weil das erstickt die intrinsische Motivation und das tötet die. Du kannst deinem Kind das gut verkaufen, du kannst ihm sagen, weißt du was, ich habe gemerkt, du bist jetzt schon so groß geworden, du bist alt genug und ich habe so ein Vertrauen in dir, dass du das alleine schaffst, deine Zähne morgens zu putzen. Ich glaube, du bist so groß geworden, du brauchst keinen Sticker mehr. Und falls dein Kind irgendwie Taschengeld dafür bekommt, wenn es mal ein älteres Kind ist, kannst du deinem Kind vielleicht weiterhin Taschengeld geben als eine wöchentliche Zuzahlung zu seinem Taschengeld, aber koppel das nicht an irgendwelche Tätigkeiten, die dein Kind zu Hause machen soll. Und das ist das Erste, was du tun kannst, deinem Kind Vertrauen schenken. Du kannst ihm sagen, ich habe Vertrauen, dass du das alleine schaffst. Ich habe Vertrauen, dass ich gebe dir auch Zeit. Und ich glaube an dir. Das ist Punkt Nummer 1, wie du die Beziehung zu deinem Kind wiederherstellst. Das ist, glaube ich, A und O in der ganzen Geschichte ist die Beziehung. Die Beziehung, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Kind hast, wird dein Kind auch Vertrauen haben und wird dein Kind auf jeden Fall Wunsch haben zu kooperieren. Die Kinder haben von sich aus Wunsch zu kooperieren. Die wollen uns folgen. Die sind so programmiert, die kommen auf diese Welt, die können es nicht anders. Die folgen uns. Du kannst die Tiere anschauen. Ja? Wenn kleine Entlein auf die Welt kommen, die folgen der Mutter. Die gehen nicht in die andere Richtung, genauso wie Menschen. Deswegen brauchst du keine externe Belohnungen zu machen, zu schaffen, weil sie wollen das per se. Die wollen dabei sein, die wollen dazugehören und die wollen die Wertschätzung haben. Und wenn du denen diese Wertschätzung schenkst und wenn du denen diese Zugehörigkeit schenkst, werden sie aus sich heraus das tun, was du dir wünschst. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dein Kind zu motivieren und das Kind macht nicht mit, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen, wo ich über viele Möglichkeiten rede, wie du dein Kind motivierst und wie dein Kind das macht, was du möchtest, ohne Belohnungssysteme einsetzen zu müssen.